sind im Offroad-Park Peckwitz. Es ist Tag der Deutschen Einheit. Und hier ist von, ich glaube, Mittwoch war Aufbau. Von Mittwoch bis, genau, bis Sonntag ist hier offen. Es ist relativ gut. Es ist auch das erste Mal, dass wir hier sind. Und ja, was soll ich dazu sagen noch weiter? Schaut euch das einfach mal an. Da hinten fährt der Matusch, hoffentlich lässt er das Auto heile, das kann ich euch gleich mal zeigen. Da, warte. Noch fährt er auf jeden Fall. Also, viel Spaß, bis dahin. So mal ein Update. Wir haben jetzt auch ein Bergungsunternehmen gegründet. Ja. Was denn? In den Nissan einsteigen, der, ja. Der das Auto nach Hause bringt. Und ja, so, es geht jetzt los, ne? Ich schalte mal um. Nissan. Wir sind im Auto hier und wir haben Stau. Es ist nicht die A2, es ist das Wasserloch oder sowas. Keine Ahnung, was da vorne los ist. Wir steigen gleich mal aus und gucken mal. Okay, Nummer 2.
vielleicht, das weiß ich noch nicht. Wo ist denn das? Ja, vorne ist das Loch. Ja, pass auf, ich zeig das mal. Nikolai fährt eh erstmal vor und dann gucken wir, ob wir das schaffen oder nicht. Nein. Durch den Baum. Was macht denn das hier so? Bist du nicht der Erste? Gut, langsam, langsam. Das war zu weit. Nur am Ende mit der Hinterachse schnell runterfahren. Weil das nicht so schlecht ist. Kommen die Kinder hier lang? Anton versucht jetzt nochmal. Hä? Ja, komm her! Mit dem Pajero, der läuft noch drei Zylindern. Schon immer, glaube ich. Versucht jetzt nochmal hochzutreiben. Wir haben es jetzt schon geschafft, zweiter Gang und Vollgas. Bleib hinter mir. Papa, komm! Taxi ist da!
zahm. So. So, wir sind jetzt eingepanzert. Sind jetzt hier drauf. Wir fahren Panzer! Schlammkur? Ja, hat Anton gesagt. Ah. Schön. Wenn ihr hättet gesagt, ihr kauft euch ein Auto, wenn du fährst. Oh oh. Dritter Tag hier in Peckwitz. Heute fahren wir nach Hause. Genau, ein paar Runden fahren wir noch. Eine, zwei, mal gucken, Wetter ist gut. Wir haben Sonne, zumindest kein Regen. Und genau, da hinten wird noch wer rausgezogen, da gehe ich gleich nochmal hin. Und genau, also bis später. Ciao, ciao. We'll be right back.
ist ja nur eine Linse drauf. Ja, wieder zurück in unserem Camp. Hier sieht das so aus. Hier ist ein Tisch mit viel Krams. Da steht ein Auto. Hier steht ein Auto. Und da drüben der Rest. Steffi. Der Rest ist verlängern, da wir doch noch eine Nacht hier bleiben. Es ist jetzt auch schon spät, auf jeden Fall ist es noch hell, also ist es noch nicht so spät. Halb sechs. Halb sechs. Wir haben jetzt an beiden Autos auf jeden Fall auch Sportauspuff. Also klingt auf jeden Fall so. Und ja, bei dem Pajero hat sich noch nichts geändert. Immer noch drei Zylinder und Feuer. Aber läuft. Genau. Wie gesagt, das ist das Camp. Da ist der Hund. Irgendwo, da. Steht hier rum. Genau. Ja, Brötchen bestellen noch und ja, weiß ich auch nicht. Mal gucken. Schauen wir mal. Hauptsache, die Kennzeichenbeleuchtung geht. Ja, Kreuzung, Kontrolle, Junge, verloren. Herzlich willkommen. Das ist nun mal so, irgendwann ist der Akku leer. Ja. Ja, das ist so. Ah, haben wir hier USB? Und Kamera. Ja. Und. Rückfahrkamera bauen wir ein. Rückfahrkamera? Ja. Ja, Klimaanlage. 360 Grad Kamera. Oh, ah, ja, ja, ja. Oh, oh, mein Trick. Oh. Oh. Ah. Aber wir haben Kennzeichenbeleuchtung. Das ist viel wert. Immerhin werden wir gesehen. Ja. Wenn der Panzer kommt. Ja, wir haben gelernt, gerade, das ist alles Training. Alles Training? Das ist alles Training. Alles Training. Ja, das ist alles in Ordnung. Ich weiß auch nicht. Handbremse. Habe ich vorhin aber auch gehabt. Nikolai fährt mit Handbremse. Jo, heute ist Sonntag. Ich weiß gar nicht, 6. Ist heute der 6. Ich weiß es nicht. Ne? Ja. Auf jeden Fall ist heute ein Sonntag nach Tag der Deutschen Einheit. 6. vielleicht. 6. Oktober. Genau. Wir fahren jetzt nach Hause. Das heißt, das ist jetzt hier vorbei. Und ja. Tschüss.